So, und damit herzlichst hier willkommen zurück zu LS 2013 Milcher Projekt. Diesmal wieder mit unserem Tino. Hi Leute. Mit dem Güden. Hallo. Und wieder mit dem Cobra. Moin. Falls ihr ihn noch nicht gesteinigt habt. Cobra wird heute anständig spielen, ebenfalls bei uns. So, ja. Aber ich sehe gerade, der Magnum fährt noch 40 km/h, das ist ja auch ein bisschen, naja. Dann ich nimm hier den Puma, der da dran klebt. Der hat 50, ne? Aber ich weiß nicht, ob der die volle Ladung dann schafft. Ich weiß noch nicht mal, ob du da überhaupt einen Anhänger schaffst. Der Puma mit dem Frontgewicht schafft es. Ja, vielleicht erstmal so kurz zur Einweisung, was überhaupt ansteht. Seit unserem letzten, also seit Sonntag, haben die Jungs jetzt nochmal den restlichen Weizen abgeerntet. Den restlichen Mais geschrottet halt. Gehäckselt, jetzt habe ich das Wort. Haben den restlichen Mais gehäckselt und wir haben jetzt die ganze BGA leer geräumt, haben dafür 598.000 Kohle gekriegt, haben jetzt die Rübenerntemaschine. Und einen zweiten Radlader übrigens auch noch. Ja, und wir haben uns noch einen zweiten Radlader gegönnt, weil mir hat er gefallen, hab schon gekauft. Ja, zweieinhalb Bunker sind noch ein bisschen viel für einen allein und wir wollten jetzt so schnell wie möglich Kohle machen. Richtig, so und im Endeffekt. Wir haben jetzt 3000 mal vorgespult, wir haben jetzt noch große Nachfrage für Weizen, das heißt, wir machen jetzt da noch die Lager leer. Was im Endeffekt dann bedeutet, wenn wir da fertig sind, können wir uns zwei Tiger kaufen, eine Robamaus, zwei oder einen Anhänger, je nachdem, zum Überladen und und zwei Fressen, also zwei Schneidwerke für den Tiger. Und dann wird auf Feld 10 und auf Feld 16 Rüben angeerntet und dann checken wir das Ganze einfach mal. Ja. Ende der Also, Dorfstelle. Es gibt einige News. Also, wir haben auch die zweieinhalb Bunker in der BGA jetzt einfach mal offscreen leer geschaufelt, weil. Da hätte man fünf Folgen damit füllen können, das wäre absolut Schwachsinn gewesen. Ja, vier, fünf Folgen jetzt nur BGA schaufeln, das wollten wir, also ich jetzt euch nicht antun, deswegen haben wir das mal aufgemacht. Haben jetzt so schön Kohle am Start und ja, können voll durchstarten. Wie gesagt, die drei neuen Mods mit drauf. Von daher alles easy. Und endlich kommen die Rüben, wa? Ja. So, Renny, wartest du kurz, weil ich weiß nämlich nicht, wo ich hin muss. Ach so, ne, von mir aus. Ja, ansonsten, was können wir heute als, warte, jetzt ist wieder irgendwie die Sicht schief, oder? Habe ich noch so das? Nee, hat ja eigentlich alles hin. Guten, was machst denn du eigentlich Schönes? Ich bin am Grubbern. Ach, du grubberst. Mit dem Glas, oder? Nee, mit dem Fendt. Ach so. Den Glas hat, glaube ich, Randy, oder? Nö, ich feuer jetzt mit ab. Ach so. Dass das ein bisschen fixi-fixi geht. Ja, was könnten wir denn als Thema nehmen? Wir nehmen heute, was ist heute für einer? Heute ist der 3. Nee, doch, heute ist noch der 23. Also vor exakt einer Woche ebenfalls bei mir nehmen wir gerade auf. Bei Tino ist es leider noch letzte Woche. Oder? Hm, ja, der Part kommt bei dir am 25. raus. Ja, ja, bei mir ist es 24. Am 24. alles klar. Ach ja, fröhliche Weihnachten allen. Hätte ich ja fast vergessen. Ist also jedenfalls die Zuschauer bei mir. Die am 24. dann mal frohe Weihnachten, würde ich sagen. Ja. Frohe Weihnachten. Bei mir könnt ihr es vergessen, weil Weihnachten ist schon eine Woche her. Bei mir dann halt nachträglich. Ja, nachträglich. Bei mir ist jetzt schon der 30. Also morgen wird geknallt. Du tust definitiv zu viel aufnehmen. Nö, ich nehme 7 Folgen am Stück auf und bin immer von Montag bis Sonntag ausgelastet. Wie gesagt, aber diese Asynchronität, die hat man ja nicht schon 30.000 Mal durchgekaut, es geht ja scheinbar nicht anders. So, ja, und eigentlich nicht, aber hat man ja nicht schon. Und ja, im Endeffekt ist heute der 30. und wir nehmen am 23. halt auf. Und der Tino war gerade im Fitnessstudio. Das musstest du jetzt ansprechen, oder? Das musste ich jetzt ansprechen. Da war aber so schnell eine Runde drauf. Pumpen war. Ja, ja, schnell eine Runde pumpen war, kurz aber vor nicht, 11 Uhr. Aber nicht aufpumpen, sondern leerpumpen. ja. Okay, da war ein bisschen trocken. Richtig. Naja, Teppich hoch drunter und lassen wir es gut sein. Whoops. Was der Alkohol mit Menschen macht. So. Ja. Naja. Aber diesmal nicht mit mir. Renny, fahren wir einfach nur im Kreis oder gibt's auch eine Einladestation irgendwann? Ja, warte mal, wir müssen mal hier im Kreis drin. Ihr seid irgendwie komisch gefahren. Ihr wisst aber schon, wo ihr hin müsst, oder? Ja, aber ich bin eine Station zu früh. Also der Lizard ist eigentlich schon, also der Truck ist schon in der richtigen Ecke. Ich weiß. Ja, ich war halt zu früh. Der kam mir irgendwie entgegen. Ich dachte, hä, wo will der jetzt hin?
So, ja, na gut. Wie viel Weizen haben wir insgesamt? 700 Tonnen, ne? 750 Tonnen? Ja, ich glaube schon. Irgendwie sowas. Das ist ja prickelnst. Prickelnst. Ah, da liegt schon jemand lange für gebunkert. Oh ja. Aber danach sind wir erstmal ganz schön blank wieder, oder? Ja, dann sind wir wieder auf Null. Na, außer Mais. Wie halt das wahre Leben ist. Außer Mais. Wir reden jetzt vom Geld. Ach so, ja, na, das ist Standard. Was sollen wir auch mit der Kohle hier? Bringt uns ja nichts. Ja, doch, wir können sie ja auf eine Bank einzahlen und hoffen auf Zinsen. Wir können einen Geldspeicher bauen und wie Dagobert Duck drin schwimmen dann. Ja, genau. Das wäre noch eine Idee. Man muss einfach mal die Community fragen, ob sie sowas baut. Es gibt ja genug unnötiges Zeug in LS. Ich sag nur blaue Würfel als Tanke ohne Tanktrigger. Okay. Das, kennst du das nicht, Olaf, und die Tankstelle? Nee. Du kennst, ach, die, ja. Du kennst die legendären LS-Geschichten nicht. Die Olaf-Story? Die Olaf-Stories, ja. Gab's schon lange keine mehr. Ich war immer wieder danach gefragt, aber wie gesagt, das ja, muss das ganz... Das ist halt Feuerwehr, ne? Das, ja, das Letzte, was ich hatte, war Olaf und die Ampel. Aber sowas kommt immer sehr spontan und da muss es wirklich immer ein Modgame, der einen Vogel abschießt, weil ansonsten macht das keinen Sinn. Ja, das ist richtig. Falsch. Jo. Ja, nee, Olaf und die Ampeln ist ja damals entstanden, wo die Hagenstedt Modified auf Motorhost rauskam. Muss ich schon alle darüber beschwert haben, dass ja der Ampel-Mod nicht im Multiplayer geht. So wird er diese typische User-Intelligenz von manchen. Mhm. Und ja, da kam dann halt damals Olaf und die Ampeln, der sehr viel mitgespielt hat. Der ADAC hat mitgespielt, die Polizei, ja. Die Feuerwehr, Feuerwehr hieß es ja gar nicht, der Zentralrat des Wassers. Das ist damals. Ach ja, genau. Mit einer sehr schönen, Anlehnung. Ja. Und ja, ich weiß gar nicht, bei Olaf und die Ampeln war dann, glaube ich, das Letzte. Bei Olaf und die Tankstelle ging es halt wirklich um diesen komischen blauen Würfel, der da gemacht worden ist. So. Sorry, Leute, für diesen kleinen Hänger hier. Also für meine Zuschauer, weil das war gerade fail. Ja, ist gut, Randy. Hey! Er schreit doch gleich rum, wenn der einen ran. Heute ein schubst Radar. Er so, jetzt. Naja, ich habe vorne ein Gewicht dran und das sehe ich leider nicht. Ist so. Der grober Großguten, den du hast? 12 Meter, ja. Der Arsch. So, ist der ganz große. Naja. Der Joke. Da geht wohl der Puma nicht, wa? Oh, der Puma, nee. Aber hier steht noch ein Klaas mit grober. Also du kannst rein tabben einfach. Der Zerion nee. Steht hier. Ja, ich suche nur einen Traktor, der 60 fährt. Probier den Schlüter, aber der fährt, glaube ich, nur 50, ne? Ja. Haben wir den? Wir haben doch den Fendt hier noch rumstehen. Der Schlüter fährt auch nur 40. Der, boah, der Fendt ist aber, Entschuldigung, der Fendt ist aber Dino, extrem. Sorry, hab dich geschnitten. Jo. Der, Fendt? Der Fendt ist aber extrem laut. Musst du leiser stellen. Ja, das stimmt, der ist ein bisschen... Aber das ist eine Rennmaschine, ist das. Sind halt auch 360 PS. Ja. Upsa. Was für ein... Ist das der 724er oder was ist das für einer? 939er. 993, ja. 939. Nein, 936. Ach, 936 ist das, 936er. Stimmt. 936er. Von iFog, der mit den Real Lights oder was? Jo. Ja, genau. Jo. Der bei uns blinkt. Ja. So, da könnte man ja auch schon fast dann Rüben ansehen, oder? Habt ihr irgendwie einen Plan gemacht? Nur bestimmte Felder? Cobra ist schon dabei. Ich hab dir vorhin gerade erzählt. 10 und 16 wird mit Rüben gemacht. Ja, also, weil 3 Meter hat das Ding ja nur der Vollernter. Ist ja ein bisschen hart, dann die ganz großen Felder damit zu machen. Also 10 und 16 machen wir jetzt erstmal Rüben, ja? Richtig, testweise. Also auch gut, 10 ist schon einer unterwegs. Dann muss man damit beachten, wenn wir 2 haben, haben wir 6 Meter. Ja. Aber trotzdem, wir sind damit immer noch, na, noch nicht mal halb so schnell wie mit dem Drescher. Ja. Naja. Dafür sind ja, dafür sind ja Rüben was Besonderes. Ja, dafür ist aber auch der Ertrag enorm. Ja, aber wenn trotzdem dauert das Ernten halt ewig. Was wir in Australien da runtergeholt haben? Ja, das ging zügig. Das war reichlich. Oh, ich habe irgendwie ein Kloß im Hals. Ich weiß auch nicht. Könnte auch. Keine Ahnung. Ja, ich kann mir jetzt gerade mal gar nicht vorstellen, von was das kommt. Ja, ich auch nicht. Nö. Könnte jetzt eigentlich noch eine rauchen und ins Bett gehen. Aber naja, gut. Das wird ja nun nichts, ne? Nee. Wollen ja noch was für die Zuschauer tun hier. Wenn die Zuschauer wüssten. Wenn die das wüssten, ja.
Ich war nämlich heute mit meiner Freundin, ja heute, gestern quasi, wenn ihr den Part seht, war ich mit meiner Freundin zu einem Geburtstag von ihrer Oma oder von unserer Oma, sagen wir es mal gleich so. Unsere Oma hatte Geburtstag. Ich weiß gar nicht, wie alt sie geworden ist. Ist ja auch egal. Au! Nein, das ist ja Wurst. Lass das nicht hören. Wenn das wichtig ist, sie, wichtig ist, sie ist gesund. Oma, ich gratuliere dir, alles Gute zum, ich weiß nicht wievielten. Bleib gesund, Hauptsache gesund. Hm. Ja, na was. Die Oma, Alter, die, das Alter sollte man schon wissen. Weiß zumindest ich doch. So ein bisschen. Irgendwas in den 60ern. Cool. Das ist ja auch nicht meine Oma. Du hast gerade gesagt, unsere Oma, egal. Naja, ja. Die Schnecke von seiner Oma. Nee. Die Oma von seiner Schnecke. Oh mein Gott. Jetzt muss ich gerade an ein weißes nennen. Pferd auf grüner Wiese denken, um die Bilder aus dem Kopf zu kriegen. Oh mein Gott. Danke, Randy, hast meinen Abend versaut. Das ist doch schon hinter dir. Toll. Die Schnecke von der Oma. Oh, ganz toll. Olaf weißes und die Pferd Schnecke auf grüner Oma. Wiese. Ja, naja, das kann doch ein junges Ding sein, Mensch. Ja. Auf du jeden Fall ist das Gute, man sieht ja immer, ihr kennt das ja bestimmt, oder? Wenn man eine Freundin hat oder so, dann guckt man ja immer, die Figur von der Mutti, die Figur von der Oma. Und so sieht die Freundin später mal aus. Weißt du wie? Macht er nicht, oder was? Hä? Du hast später Oma fallen am Sack, also... Ja, ist ja richtig, aber ich hab, das Gute ist, die Mutti ist sau schlank, die Oma ist schlank, also alle schlank. Wow, das heißt also, du musst dich nie mit einer dicken Freundin rumschlagen. Juhu! Diskriminierend ist das. Echt? Gibt warum? Auch dicke Menschen wie ich. Ach, ey, jetzt übertreib nicht gleich, oder? Du hast mich schon immer gemobbt wegen meines Gewichts, gib zu. Und nur weil ich gesagt habe, du müsstest nach deinem Gewicht 3,10 Meter sein? Das kam jetzt aber. Nein, das war Spaß. Ich weiß ja nicht mal, was du wiegst. Ich weiß nur, dass du auf jeden Fall schon mal einen halben Kopf größer bist wie ich. Das ist doch schön. Ich weiß selber nicht, was ich wiege. Ja, aber du bist ja doch ziemlich groß. Wenn ich bei 1,80 bin, ich hab trotzdem. Hä? Du denkst, du bist 1,85? Oder so. Ist aber unterschiedlich. Ja, das ist schon klar. Dass manchen ihr ganzes, weißt du, wie ich meine? sowas in der Richtung auf jeden Fall. Wer hätte den Helfer eingeschaltet auf Feld 10? Das war ich. Helfer kosten uns hier nicht wenig Geld, Körper. Ach. Ja, ich bin auf schwer, das ist schasch. Dann lieber kurz ausmachen. Oh, da war er gerade. Der Johnny. Hey. Ja, obwohl, wenn ich jetzt mal überlege, also irgendwas zwischen 1,80 und 1,85 bin ich und hab trotzdem. Ach, keine Ahnung. Als letztes Mal, wo die Ware noch ging, die ist nicht kaputt gegangen wegen Gewicht oder weil die Batterie leer war. Das sollte man vielleicht vorher dazu sagen. Und ich habe bis heute eine Box. Siehst du solche kleinen runden Batterien, die kosten einen Haufen Geld. Oh, und die Knopf. Ja, hättest du das mal eher gesagt, die hätte ich dir zu Weihnachten geschenkt. Die MPC fürs BIOS zuständig. Und dann machst du ein Let's Read zu. Nee. Let's Wiegen White, zu. White, genau. Let's White zu was? Silvester. Ja, genau. Ah, ich hab heute schon gesagt, also. Let's White together. Die letzte Meldung, die ich hatte, und das ist jetzt schon M, aber Monate her, das waren über 105 oder so. Auf 1,85 Meter, ja. 1,85 Meter, also Übergewicht habe ich so oder so, da sieht man hoch und laut absch, aber das ist in der Familie. Also Mutter hat mehr drauf, Oma hat mehr drauf, Opa hat sowieso einen Kessel. Ah, das ist Bierbauch. Ein Kessel. Beziehungsweise er ist Bäckermeister, da kann man sich das so erlauben. Oh, der nascht dann mal am Teig, ja. Du auf Deutsch. Tante hat mehr drauf, das liegt in der Familie. Das Problem oder das Schöne ist daran, es pegelt sich bei jedem Ei, also nicht jeder, also ich glaube, Nicht mehr wie 120 Kilo wiegt jeder und ab der Grenze geht es irgendwie automatisch nicht auf der ganzen Fressen, was du willst. Du bleibst bei 120 Kilo. Ja, da hast ja noch Luft, du. Da habe ich noch, denke ich, ja, Luft. Wenn ich da noch nicht bin, aber ich habe das Gefühl, ich nehme seit den letzten Monaten ab. Also von daher, selbst mir ist es, weil mir ist es sowas von scheißegal, wie viele ich wiege und wie ich aussehe, weil wenn das Leute stört, können sie mich sowieso mal am Sack lecken, wenn sie da dran kommen. Und fertig. Oh. Ja. Mir ist das da relativ scheißegal. Solange ich draußen ordentlich rumlaufe, ist mir doch das Gewicht Bombe. Genau. Wow!
Wow. Wow. Siehst du? Das passiert, wenn du gegen einen Dicken fährst. Ja, ein Dicker, der auch noch auf der falschen Spur fährt. Gibt's hier eine Mittellinie? Nee, gibt's nicht. Halte ich. Naja, super. Ja, okay, da fahre ich jetzt, versuche ich jetzt mal zu driften mit dem Ding hier. So. Na gut, haben wir die Gewichtssache auch geklärt? Das ist schön. Na, was wiegen wir, Herr, der Herr? Ich müsste jetzt so. Boah, ich habe mich auch lange nicht gewogen. Sowas zwischen 80 und 82. Ja, läuft auch. Ja, das Niedrigste, was ich hatte, waren 5. Mensch, du Missgestalt! Entschuldigung. Ja, das Niedrigste, was ich hatte, waren 75, aber. Ja, ist auch schon ein Jährchen her. Wenn ich mir überlege, wo ich damals noch zur Schule ging, damals war ich wirklich hardcore übergewichtig. Da war ich bei 1,6 und bei 2,9. Dann habe ich über 6 Wochen irgendwie radikal 20 Kilo verloren. Frage mich nicht, wie das ging. Dann hatte ich schon fast wieder Untergewicht, als der Arzt fast wieder einmal gelaufen ist. Ja, und dann hat es mit der Milchschnitte angefangen und dann hat sich das wieder eingepegelt. Hat es mit der Milchschnitte angefangen, ja. Und guten, du bist normal. Puh, nein. Bummelig. Puh, nein. Schön formuliert. Ja, ne, das sagt man heute so. Das, was sagt ja, das heute Problem da, bei mir war, glaube ich, hauptsächlich, ich habe ja früher 7-mal die Woche gerudert. Und dann habe ich irgendwann, hatte ich halt die Zeit nicht mehr, aber habe genauso weiter gegessen. Eieiei, das war auch bei mir das Problem. Das ist tödlich. Wenn du mit Sport aufhörst und ja, deine alten Gewohnheiten nicht ablegst, dann wird's teuer in der Magengegend. Ja. Du hast so einen Magen, wenn du immer was isst, sagt er, ey, hier auf 50 Schwänge einwerfen, dann geht's aufs Durch, oder wie? Ansonsten kommt es oben wieder raus. Ja. Wie sieht es eigentlich mit der Partlänge aus? Sind wir eigentlich immer noch im ersten Part? Ja, fast Aufnahme? Eigentlich, aber ich muss noch einmal rückwärts fahren, dass ich einen Thumbnail habe, deswegen machen wir noch eine Länge. Ja, ja. Ja. Wie rückwärts fahren? Beziehungsweise du bist da doch vor mir, ne? Ja. Gut. Dich anhalten. Ja, mach mal langsam halt. So, bitte. Gut, achso, ja, dann würde ich natürlich sagen, verabschieden wir uns auch wieder für diesen wundervollen Part über das Thema Gewicht. Und ja, wir sehen uns dann dementsprechend im nächsten Part wieder. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst bitte eine positive Bewertung da. Ich hasse das zu sagen, aber und es ist das traurig. Vom Rennen, das, ich gehe ja, so fest, das von mir, es ist traurig, dass man es sagen muss, aber ich habe es im Resonanz letzte Woche gesehen, dass es doch einige dann denken, ach stimmt, gutes Video, das belohne ich auch. Und ja, da muss man es halt dazu sagen. So, im Endeffekt jetzt nicht, um das Ende noch weiter in die Länge zu strecken, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wir haben uns alle bedankt, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss. 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 Tschüss.